Hey ho und willkommen zu dieser Mod-Vorstellung. Und ihr seht, das ist noch nicht die Vorstellung von der Wurzelkasper KI 2. Die ist weiterhin für den 2.9. geplant, solange alles rund läuft. Nein, heute geht es um den Pontifex. Das ist eine KI, die von Xcara erstellt wurde. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, genauso wie Pontifex. Ich glaube, das spricht man so oft. Das Wort ist mir jetzt fremd. Deswegen weiß ich das nicht so genau, aber. Ist ja, denke ich, auch nicht so wichtig. Ihr seht es ja jetzt hier und wisst es vielleicht besser oder könnt euch selber was zu denken. Ja, der Pontifex ersetzt die Ratte, was nicht unbedingt so stärketechnisch zumindest passt. Dazu dann aber später mehr. Soll keine Kritik sein, einfach nur eine Anmerkung. Ja, der Pontifex hat für seinen Weg ins Heilige Land sein Kirchenamt für immer hinter sich gelassen. Seine starke Wirtschaft erlaubt ihm, seine Macht über das Gebiet mit einem Nachdruck zu vergrößern, die ihresgleichen sucht. Ja, ich habe noch weitere Informationen zum Pontifex, zu seiner Geschichte. Das möchte ich euch auch mal vorlesen, dass ich das so korrekt zusammenbekomme. Die habe ich von Xcara erhalten. Zu einer Zeit, in der oft mehrere Geistliche den Papsttitel für sich beanspruchen, ist der Pontifex einer der Päpste, welcher in den Intrigen und Machtkämpfen den Kürzeren gezogen hat und verbannt wurde. Um seinem Schicksal als nun Vogelfreier doch noch zu entgehen, zog er mit seinen Getreuen ins Heilige Land. Nicht, um den Glauben zu verbreiten, jedoch in der Hoffnung, durch seine Taten seine Exkommunizierung doch noch umgehen zu können. Nein, ungeschehen zu machen, so, sorry. Ja, das zum Pontifex selber. Wir hören uns mal an, wie der sich so anhört. Ja, gerade das Gott segne dich passt natürlich, da es hier um einen, ja, Geistlichen geht. Und wir schauen uns den ersten mal an. Ich gehe dann auch noch mal in, sage ich mal, einen zweiten Part. Also das werde ich hier mit ins Video reinpacken, aber ich mache dann noch mal einen Cut. Das werde ich auch noch mal selber mit reingehen, dass wir noch weitere Sprüche hören. Ich finde es nur immer erstmal gut, wenn wir einen Eindruck bekommen, wie die KI sich aufbaut und aussieht. Wir packen mal, ja, vier, denke ich, reichen, weil, wie ich gesehen habe, er hat aktuell zwei Burgen, also zwei verschiedene. Und ich denke, da bekommen wir die zu Gesicht. Und dann stellen wir den einfach mal so auf. Ja, da gegenüber. Sieht schön aus. Und legen los. Ihr wisst, ich starte gerne mit 10.000 Startgold, aber meines Wissens nach ist er auch mit 2.000 Startgold ziemlich gut dabei. Ja, natürlich noch das Ganze hier im Aufbau. Okay, das sieht man, dass das die unterschiedlichen Burgen sind. Ich wollte gerade sagen, warum hat der eine Flaggen und der andere nicht, aber das liegt an den Burgen sicherlich. Ja, was hier ganz nett ist mit so Flaggen, das ist ja eher selten bei KIs. Ich glaube, bei Richard sieht man das sonst mal. Ansonsten, seinem Namen gerecht werdend, hat er sehr viel Religionsgebäude, was einen ordentlichen Religionsboost geben müsste. Also man sieht das ja als Spieler nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auf den höchsten Wert damit kommt. Gerade auch, weil alles hier schön kompakt ist bei der Burg oder bei den Burgen. Wir gucken aber eher mal bei der Burg rein, weil da sehen wir es besser. Gut, ich könnte es auch drehen, aber wir schauen mal. Also er baut auch erstmal viele Verteidigungstürme. Gut, die heißen ja quadratische Türme, aber halt zur Verteidigung Türme. So. Ja, wir sehen, er hat Mönche und Pikeniere. Und wie wir ja schon von meiner Morgen-KI wissen, ist das eine ziemlich effektive Kombi. Was wir vielleicht auch noch zu sehen bekommen. Gut, jetzt hier gegeneinander, also die Pontifex gegeneinander, ist vielleicht jetzt nicht so effektiv, weil die halt natürlich ähnlich stark sind, aber wir bekommen vielleicht hier schon einen Eindruck. Ansonsten vielleicht, wenn ich dann in-game gehe, auch nochmal. Ja, er hat maximales an Bier. Soweit ich weiß, kommt man zumindest in der Regel, oder es sei denn, man hat noch sehr viel mehr Häuser, um mit vier Schenken auf den maximalen Bonus. Ansonsten noch Brot, also auch die beste Nahrungsart, also er ist da optimal aufgestellt und außer dass er jetzt keinen positiven Angstfaktor hat, müsste er da auf enorm hohe Beliebtheitswerte kommen und dementsprechend kann er halt auch die Steuern hochtreiben. Ja, hat eine sehr starke Wirtschaft und was natürlich auch auffällt, die Burg hinten ist offen. Hier zwar noch ein Turm bei der Burg, bei der anderen hat er den nicht. Das zeigt vor allen Dingen auch den Unterschied der Burgen, sonst sind die sich natürlich jetzt hier sehr ähnlich. Ah, hier sehen wir aber auch bei der Burg noch ein paar Fahnen oder Flaggen.
Ja, auf den Türmen hat er Bogenschützen und Armbrustschützen. Da kommen auch noch ein paar mehr. Das ist ja jetzt noch alles im Aufbau. Und er baut vor allen Dingen sehr schnell seine Angriffsarmee aus. Wir sehen, er ist jetzt hier schon im frühen Spiel. Wir sind bei 84, Anfang 84 vor allen Dingen auch. Und die gehen hier schon auf 200 hoch. Und gerade durch die Mönche, die ja nicht viel kosten und gut, Pikeniere kosten ja auch nicht so viel, braucht man die Materialien dazu, kommt er da halt richtig schnell mit den Rekrutieren nach und halt auch sehr kostengünstig. Und da sehen wir auch, was der für Armeen raushaut. Und das kann ganz schön mächtig sein. Weil je nachdem, wie die Pfeile halt fliegen, decken die Pikeniere halt richtig gut die Mönche damit ab. Das ist zumindest so mein Gedanke, warum das auch beim Morgen so gut funktioniert und auch beim Pontifex, dass eben einige Pfeile dann auch auf die Pikeniere gehen, die Mönche nicht so beballert werden. Die Mönche machen halt dann den Angriff aus. Also die Angriffsstärke, während die Pikeniere die Defensive gewissermaßen ausmachen. Was schon einiges ausmachen kann. Oh, zu viel ausmachen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, er hat hier extrem viele Ballisten, wirklich auf jeden Turm, kann damit also wirklich super gut Belagerungsgeräte abfangen oder auch weit entfernte Truppen. Und dass die Burg hinten offen ist, ist nicht unbedingt vorteilhaft für Angreifer. Es kann vielleicht besser sein, reinzukommen, klar. Aber man muss natürlich erst nochmal um die ganze Burg drumherum gehen, was auch nicht immer so praktisch ist. Da ist es manchmal besser, vorne irgendwie schnell durch ein Tor durchzubrechen, je nach Situation. Und ein Problem, was ich selber als Spieler auch schon gemerkt habe, weil ich habe mich auch schon mit dem Guten hier mal geschlagen. Er hat eine riesen Angriffsarmee drin. Ich meine, die rückt auch irgendwann aus, aber ich glaube, dann ist auch noch die Verteidigungsarmee groß. Also, der ist echt schwer zu knacken. Und da kommen wir zu dem Punkt Stärke, den ich erwähnt hatte. Ich wage zu behaupten, dass das hier eine der stärksten KIs ist, die aktuell existiert. Ich weiß natürlich nicht, wie hier weltweit noch KIs existieren, aber es könnte vielleicht sogar die stärkste sein. Ich weiß es nicht, dazu sind mir selber zu wenig Tests bekannt. Nur was ich so gesehen und erfahren habe und was ich von Xcara als Rückmeldung auch erhalten habe, weil er da halt auch dementsprechend einige Tests gemacht hat, haut der Gute ordentlich rein. Ja, mal gucken zur Burg selber. Gut, hier sind halt Treppen, dass er da schneller drauf kommt, aber das nützt natürlich jetzt auch nicht so viel für Belagerungstürme. Ich glaube, KIs würden die auch nicht so sinnvoll nutzen. Also es ist nicht leicht, den Guten zu killen. Und der hat auch immer sehr große Angriffsarmeen. Und genau da komme ich auch auf einen Punkt, der noch, sage ich mal, ja, was heißt wichtig oder sehr vorteilhaft ist. Es ist echt zu empfehlen, diese KI, aber auch viele andere neue, um mit Stronghold Crusader Extreme zu spielen. Also man kann sie auch mit dem normalen Crusader spielen, aber da ist das Trupp-Limit zu schnell erreicht, weil das ja sehr begrenzt ist. Bei Extreme ist das ja deutlich weiter gefasst, sage ich mal. Deswegen empfiehlt sich einfach, und das empfiehlt auch Xcara da, einfach Extreme zu nehmen. Und für die, die es nicht wissen, man kann mit dem Unofficial Crusader Patch, den man ja auch braucht, um die KIs zu nutzen, die Magieleiste von Extreme ausstellen. Dass man halt als Spieler die nicht nutzen und kann und auch nicht sieht. Ich bin zum Beispiel gerade in Extreme drin und wir sehen keine Magieleiste. Ja, dass ihr die ausstellen könnt und aber auch die Maps kopieren könnt, was weiß ich, aus eurem normalen Stronghold Crusader Ordner, gerade bei Steam geht das ja recht easy. Die reinkopieren könnt in euren Extreme Maps-Ordner. Dann habt ihr einfach die gleichen Karten, habe ich auch schon damals gemacht, weil ich einfach nicht diese ganzen Posten da haben will, wo Truppen kommen. Dann könnt ihr das ganz normal wie das andere Crusader auch spielen, nur eben mit einem viel höheren Truppenlimit. Und dann kann der gute Pontifex auch sein ganzes Potenzial entfalten, weil sonst wird er wahrscheinlich irgendwann nichts mehr rekrutieren, weil das Trupplimit erreicht ist, gerade wenn mehrere KIs auf einer Map sind. Deswegen, das ist noch wichtig zu sagen. Ansonsten von Belagerungsgeräten haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Da wird auch gut was weggeschossen. Meines Wissens nach ist das, dass er Belagerungstürme und Rammböcke aufbaut. Mal sehen, vielleicht sehen wir das dann nochmal, wenn ich mit drin bin, weil gerade bekriegen die sich hier sehr effektiv. Ja, das soll erstmal hier ein Einblick gewesen sein zu den Pontifex. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal selber in-game nach dem Cut, um euch zu zeigen, wie eben die Sprüche vom Pontifex sind, die übrigens videoanimiert sind, also mit richtig animierten Videobotschaften. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt kommt der Cut. So, da sind wir wieder. Wieder mit einem Hilfe, Hilfe. Das passiert immer, wenn ich die F6-Taste drücke, weil das halt die Taste fürs Video aufnehmen und stoppen ist.
Ja, ich habe mir hier eine kleine Burg aufgebaut, einfach nur mal so, um ein bisschen was an Wir holen Verteidigung sie zu aus haben. allen. Wirtschaftlich wirklich sehr schlecht und alles, aber soll einfach der Funktion dienen. Ja, und ich bin mit einem Pontifex verbündet, was jetzt nicht so viel nützt, weil ich erst später gemerkt habe, er hat ja die Sprüche der Ratte und die hat ja als Verbündeter immer diesen, mein Meister macht dies und das. Ich denke, ihr wisst, wen ich meine, den auch Schlange, Schwein und Wolf haben und die teilen sich halt den Sprecher, deswegen wäre es da auch Quatsch von Ixcara gewesen, wenn er da die Sprüche vom Pontifex reingepackt hätte. Weil, ja, dann hätten halt Schlange, Schwein und Wolf auch so geklungen, zumindest wenn man mit ihnen verbündet ist. Aber der Gute unterstützt mich ein bisschen, dass ich es nicht ganz so schwer habe und haut wahrscheinlich noch den ein oder anderen Angriff raus, den wir uns vielleicht noch anschauen können. Ja, was ist noch zu sagen, wenn ich jetzt nicht hier gleich von einer Botschaft unterbrochen werde? Wenn er nämlich angreift. Ah doch, das sieht mir so aus. Ja, dann sage ich den Rest dann gleich. Wir gucken uns erstmal den Angriff an und hören auch Die gleich. Da Botschaft kommt sie. ist Ich hoffe, man hat es gehört. Aber ihr seht ja auch hier die Animation des Videos. Das Ingame hört Volk man des es vielleicht Landes besser erhebt sich als jetzt hier bei der gegen Aufnahme. Ja, und da kommt er. Hier an. Ah, hat eine Ramme aufgestellt und will meinen Turm zerlegen. Mal sehen. Ah, meine Bogenschützen noch geklärt. Das ist aber auch noch einer der ersten Angriffe. Und ihr habt gesehen, wenn es euch aufgefallen ist, schon recht viel an Truppen. Dafür, dass wir erst, ich glaube, Mitte 81 startet es, ja. Also so ein paar Jahre. Ein paar wenige. Ja, was gibt's Wichtiges auf jeden Fall noch zu sagen? Wo findet ihr den Pontifex bzw. den Download? Eine Den packe ich Botschaft euch. haben Moment. wir. Gut. Den Download-Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Aber ihr findet auch den Download-Link. Botschaft haben Okay. Jetzt spammt er mich ja hier zu mit Botschaften. Ihr findet den Download-Link auch bei Haxilzes Modschmiede. Wer die Haxilzes Modschmiede, genau. Oder doch, stimmt sogar, glaube ich, in etwa. Wer die Modschmiede von Haxilze so noch nicht kennt, das ist ein Discord-Server, den Haxilze jetzt vor kurzem, ich glaube am Wochenende war es, erstellt hat. Und ja, dort sind unter anderem verschiedene Mods zu finden, Maps zu downloaden, aber auch eine Community für einen Austausch. Also was weiß ich, wenn ihr Fragen zu Mods habt oder dergleichen, kann ich euch echt empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und da sind halt auch vor allen Dingen zahlreiche Mods gelistet. Deswegen, wenn ihr auch noch an anderen Mods interessiert seid, findet ihr da weitere zum Downloaden. Und teilweise auch da schon Vorstellungsvideos zu, dass ihr da auch noch einen Einblick bekommen könnt, falls Eure ihr da Beliebtheit Interesse habt. sinkt. Und ja, Spielerinnen Ixcara sind ist völlig auch verloren. dort, also bei Haxilzes Modschmiede und ich auch. Und ihr könnt Ixcara zum Beispiel darüber kontaktieren, wenn ihr Fragen habt oder ihm Feedback geben wollt. Aber er hat auch noch eine Installationsanleitung mit in das Download-Paket reingepackt. Und dort findet ihr auch seinen Discord-Namen, worüber ihr ihn auch Eine kontaktieren könnt. Botschaft. Und ich habe das Gefühl, eine gesegnete Armee vom Pontifex ist nicht ungefährlich. Hier mit Eine Belagerungsturm, Botschaft wahrscheinlich haben wäre es noch mehr. Ja, die wir. Botschaft sagte so oft, das sagt er, wenn er ein Gebäude zerlegt. Und da er recht viele zerlegt, sagte das recht oft. Und ja, ihr seht, das ist halt die fiese Kombi, weil die halt so gut gepanzert sind und die Mönche wiederum günstig und angriffsstark. Zusammen mit einem Belagerungsturm, wenn man nicht dafür gewappnet ist, kommen die ziemlich schnell in die Burg rein. Und es sind halt auch sehr viele Truppen. Selbst wenn da kein Belagerungsturm reinkommt, können die ziemlich heftig sein. Weil, ja gut, gerade sind die Angriffe rausgehauen worden. Ich glaube, mein Verbündeter hat auch zwischendurch mal einen rausgehauen. Aber das geht schon teilweise auf die 500 zu. Und das im frühen Spiel. Also wir sind noch vor 1200. Die kommen mir schon fast auf 500. Daher halt echt die Empfehlung, das mit Extreme zu spielen. Natürlich, wenn ihr es auf normalen Crusader-Niveau spielen wollt, wie erwähnt, mit Magieleiste und dergleichen raus. Aber dann könnt ihr halt erst das volle Potenzial nutzen. Weil sonst, wenn ihr zwei Pontifex drin habt, dann war es das halt ganz schnell. Also dann habt ihr ja, ganz schnell das voll, weil ich glaube, das normale Crusader hat ja nur bis 1000 Truppen.
Und wenn der schon mit, also nur ein Pontifex die Hälfte in so kurzer Zeit ausmacht, dann ist das extrem, beziehungsweise eher was für extrem. Andererseits muss man hier auch bedenken, ich habe halt die Patch-Einstellung, ich meine aktuell mit Faktor 0,5 drin, also Multiplikator, wie die Truppen gesteigert werden. Das heißt, die Angriffstruppen erhöhen sich auch nochmal deutlich schneller. Ja, da war noch ein Angriff von ihm. Und wir sehen, der andere, der jetzt schon längere Zeit wieder hatte zum Exkommunizieren, nein, zum Rekrutieren. Nur das war das erste Wort, das mir jetzt in den Kopf kam. Ist auch schon hier wieder bei fast 500 und er greift mich an. Und das ist halt echt heftig. Hier mit zwei RAM. Also es werden noch mehr. Ich glaube, er hat bis zu 8 Belagerungsgeräte, die er nutzt. Und im Wechsel RAM-Böcke und und Belagerungstürme. Ich glaube, halt Belagerungstürme hat jetzt nicht geklappt aufzustellen, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn der mit den Rammen hier alles zerlegt, auch bei anderen KIs, wenn man KI-Kampf macht und mit Belagerungstürmen in die Burg kommt, plus Pikenier und halt noch unterstützt von Mönchen, kann das echt heftig sein. Also ich will jetzt nicht dahingehend Werbung machen, der ist so heftig, keiner hat eine Chance, das ist es nicht, nur es wirkt für mich halt einfach so, oder das ist, was ich bisher so mitbekommen habe, dass der echt ziemlich krass stark ist. Ja, aber ihr könnt ja selber ausprobieren, denn das hier ist natürlich jetzt kein gutes Beispiel, wie ich eigentlich spiele, das ist jetzt nur mal so schnell eine Burg hingeklatscht, aber trotz allem, gerade nach dem, was ich von euch so bisher in meinen Kommentaren gelesen habe, glaube ich echt nicht, dass ich so ein guter Crusader-Spieler bin. Ich glaube passabel oder durchschnittlich, aber wenn ich gelesen habe, dass es scheinbar möglich sein könnte, ich weiß nicht, ob es mittlerweile probiert wurde, aber 7-mal morgen zu besiegen, auf 10.000 Startgold, dann muss ich sagen, bin ich ein mittlerer bis schlechter Crusader-Spieler, weil das, glaube ich, werde ich nie schaffen oder wenn, dann nur mit sehr viel Übung. Aber ich habe es auch noch nicht probiert. Trotzdem glaube ich es kaum, dass ich das schaffen würde. Ja, ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, wie der Pontifex so drauf ist. Und ja, wie gesagt, den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Oder halt, wie erwähnt, bei Haxels Mod-Schmiede, die ich... Ja, die werde ich auch nochmal unten verlinken, dass ihr die auch drin habt, für die, die sie noch nicht kennen. Und ich finde das auch wert, das zu unterstützen, weil ich finde, das ist ein cooles Projekt, beziehungsweise ein cooler Server. Ja, da sehen wir noch, wie ich zum Ende sterbe, passend zum Video. Na gut, vielleicht überlebe ich es auch durch das Feuer, aber ja, es könnte schon echt eng werden, hier die ganze Karawane reinkommt. Ja, ganz knapp. Feuer halt, ne? Richtig krass gut. Ja gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, Leute. Ciao.